Moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour und zu einer kleinen Feierabendrunde. Ich werde jetzt einfach mal eine Runde drehen. Ich war gestern unterwegs beim Hafen. Da wollte ich heute nicht hin. Eigentlich hatte ich auch gestern schon ein Video gedreht. Aber ja, auch wieder kein Blinker hier, weißt du. Oh doch. Oh, Mutti kommt wieder nicht aus dem Quark hier da. Ja, gestern eigentlich schon ein Video gedreht. Als ich beim Hafen gewesen bin, allerdings habe ich mal wieder Probleme gehabt mit meiner GoPro. Das heißt, sie hat die ganze Zeit keinen Ton aufgenommen, beziehungsweise der Media Mod, den ich hier vorne dran habe, nur nach vorne weg Ton aufgenommen und nicht das interne Mikrofon benutzt. Gestern Abend noch mal belesen und mich da noch mal mit Roland vom Vespa-Kanal Lifestyle Aachen ausgetauscht und so. Aber das geht mir so auf den Keks, dass das im Moment so unzuverlässig ist. Fahr doch mal, Mann, es ist doch frei. Boah, ey, gleich aus dem Auto rausziehen. Oh. Ah, Kasi ist wieder gut drauf. Nee, sowas geht mir auf den Keks, ne? So, auf jeden Fall habe ich mich dann belesen und gestern Abend nochmal das Internet durchwühlt. Dann habe ich alles nochmal zurückgesetzt, nochmal ein Update gezogen. Wobei hier auf den GoPro-Kamera schon das neueste Update drauf ist. Es nervt einfach. So. Das Video, was ich gestern gedreht habe, das baue ich euch am Ende von diesem Video trotzdem mit ein. Auch wenn wir jetzt nicht zum Hafen fahren und das eigentlich auch thematisch jetzt nicht reinpasst, zeige ich euch das trotzdem, ihr braucht es euch ja nicht angucken. Und ansonsten geht es richtig los, wenn ich runtergefahren habe und ihr das Intro gesehen habt. Also bleibt dran, viel Spaß! So, im Endeffekt will ich heute auch gar nicht so viel fahren. Vor allen Dingen muss ich darauf achten, ich habe nämlich hier fast meine 20.000 Kilometer voll. Es fehlen noch 25 Kilometer, also die kriege ich heute definitiv noch hin. Und Kasi will ja demnächst ein 20.000 Kilometer Spezial hier von der Honda Forza drehen. Ja, ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht wieder verpasse oder so. Ja, als erstes möchte ich jemanden ganz herzlich grüßen. Und zwar den JD. Ich habe nämlich gestern, beziehungsweise vorgestern schon, ein neues Video von ihm gesehen. Sein Kanal ist auch bei mir in den empfohlenen Kanälen verlinkt. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Und JD ist gestern meinem Aufruf gefolgt. Und zwar hatte ich ja dazu aufgerufen, dass ihr mir zu meinem 1000 Abonnenten Spezial Bilder eurer Maschinen schickt. Und JD hat da gestern ein kleines Tourenvideo draus gedreht. Und ja, das habe ich mir angeschaut. Hat er sich eine coole Location ausgesucht. Respekt, mein Lieber, schöne Ecke. Und da hat er natürlich so ein bisschen erzählt, dass er halt die Gegend, er kommt ja irgendwie auch da unten, glaube ich, aus dem süddeutschen Raum, lass mich hier, schlag mich nicht, wenn es nicht stimmt. Aber auf jeden Fall ist das schon ein bisschen bergiger als wie bei uns hier. Ja, streckentechnisch natürlich richtig schön hügelig, bergig, kurvig und so, da können wir hier natürlich nicht mithalten. Und er sagte das dann auch so ein bisschen, ne, weil er so ein paar Zuschauer hier aus dem Norden natürlich auch hat und mich natürlich eingeschlossen.
gucke seine Videos unheimlich gerne. Und ja, mein lieber Daniel, da hast du recht. Aber wir haben hier halt eben andere Vorzüge, ne? Und für mich, ich bin ja auch kein waschechter Hamburger. Bin ja zugezogen, zugereist, lebe jetzt, ja, glaube ich, 38 Jahre hier oben im Norden. Und ich kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Ne? Ich liebe hier den Hafen, ich liebe es, dass du so schnell am Wasser bist. Du bist ratzfatz an der Ostsee, wenn du das willst. Das sind 70 Kilometer hier von uns. Oder auch nach Grömitz und so. Ne? Also wir haben halt andere Vorzüge. Aber ich kann dich absolut verstehen. Und es schien auch irgendwie... Ist das eine Forza? Nee. Ja, und insofern kann ich das natürlich absolut verstehen. Und es ist immer schön, wenn man der Heimat verbunden ist, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mal Lust habt, besucht gerne mal seinen Kanal. Wie gesagt, junger YouTuber in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist er selber tatsächlich, ja, auch noch nicht ganz so alt. Und sein Kanal ist halt noch relativ jung. Er macht aber guten Content, allerdings nicht nur auf die Forza bezogen, sondern ein bisschen breiter gefächert. Tobt sich da ein bisschen aus, zeigt auch mal den einen oder anderen Lost Place und so. Finde ich ganz interessant, mag ihm gerne zuhören und das ist sowieso mal das Wichtigste. Ne? Weil, ja, wenn du jemanden von der Stimme schon unsympathisch findest oder so, ne? Und der dich dann schon auf Puls bringt, dann hat das meistens ja auch keinen großen Sinn. Ne? So, was ist hier wieder los? Oh, es fängt bestimmt gleich wieder an zu regnen. Ne? Bin gestern auch so in so einen Schauer gekommen und dann habe ich jetzt ja auch meine leichteren Handschuhe wieder an. Und die sind gestern so nass geworden. Und als ich da heute durch reingeschlüpft bin, wie in nasse Socken, weißt du? Die sind also natürlich nicht wasserdicht. So ein Scheiß, ey. Das fühlt sich so ekelhaft an. Dafür sind sie im Sommer wieder cool, weil sie halt winddurchlässig sind, ne? Aber so ist das irgendwie ein bisschen ekelhaft. Boah. Oh, Leute, mir jucken die Nüsse. Ey, oh, ist das ekelhaft. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Viele werden jetzt sagen, quasi, ja, nicht jammern, waschen. Aber genau das ist nämlich das Problem. Ich war jetzt die Tage beim Hautarzt. Also ich habe es nicht nur da unten, aber da unten ist es momentan besonders schlimm irgendwie. Ich war beim Hautarzt tatsächlich und zwar, ich habe mich auf Allergien testen lassen, weil, ja, wie gesagt, ne, großes Problem an einer kleinen Stelle und allerdings nicht nur da. Also ich habe tatsächlich irgendwie so die letzten Tage oder die letzten paar Wochen immer schon mal so eine Juckattacke gehabt. Und jetzt habe ich so einen Allergietest gemacht beim Hausarzt, Hautarzt. Erst war ich beim Hausarzt und dann bin ich zum Hautarzt gegangen. Und ja, die haben tatsächlich festgestellt, ich habe eine Allergie, ne, gegen gewisse Inhaltsstoffe. Ich habe noch nie eine Allergie gehabt. So. So, naja, auf jeden Fall habe ich mir nämlich neues Duschgel gekauft in irgendeinem scheiß Drogeriemarkt. Ich glaube, die an der Kasse, die hat das selber zusammengemischt oder irgendwie sowas. So ein Scheiß, so. Und das war auch nicht gleich von Anfang an, als ich dieses Duschgel benutzte, sondern das hat sich erst nach, ja, so 10 Tagen abgezeichnet, ne? So, und ja, zwischendurch habe ich dann auch mal anderes Waschpulver benutzt. Und da habe ich dann erst gedacht, ja, vielleicht liegt es auch am Waschpulver. Nee, das Duschgel ist schuld. Jetzt habe ich das andere Duschgel wieder genommen und jetzt wird es langsam besser, ne? Aber wir hatten gestern Teamsitzung gehabt. Ja, und da machst du natürlich auch nicht die ganze Zeit da sitzen und dir die Eier kratzen, ne? Ach, schön, wie grün jetzt alles wird, ne?
Ihr erinnert euch ja, wir sind ja auch schon so oft lang gefahren, gerade auch im Winter, ne? Und jetzt ist hier richtig Vegetation, richtig schön. Wenn es jetzt noch ein bisschen wärmer werden würde, wobei heute geht's, ne? Wir haben 20 Grad, aber es ist so eine richtige Gewitterluft heute Abend. Aber es riecht hier so richtig nach Grün, nach Frühling. Hier sind auch die Kleingartenvereine hier hinter, ne? Und das duftet richtig rüber hier, so was die da alles angepflanzt haben. Ja, wie gesagt, mit meinen GoPro-Kameras bin ich mal gespannt. Also Roland vom Vespa Lifestyle Kanal Aachen, der nutzt ja die DJI Action oder DJI Osmo Action 3. Da haben wir uns gestern ein bisschen drüber ausgetauscht. Also wie gesagt, wenn das jetzt nicht mal langsam hier besser wird mit den GoPros und ich das nicht in den Griff kriege, ne, dann werde ich mir definitiv irgendwie eine Alternative überlegen müssen. Aber die kriegen jetzt noch mal eine Chance. Ansonsten werden die verkauft und dann gibt es irgendwie gibt's was anderes. Dann ist das halt einfach so. Das ist so eine blöde Kreuzung hier. Ja, dann möchte ich mal auf eine Webseite zu sprechen kommen. Und zwar habe ich nämlich dem Uwe versprochen. Erstmal an dieser Stelle herzliche Grüße, lieber Uwe, wenn du das siehst. Dem habe ich nämlich versprochen, auch mal so ein bisschen Werbung für ihn zu machen, weil im Gegenzug macht er nämlich auch ganz schön Werbung für mich und meine Forza-Gruppe, in Anführungsstrichen. Weil der Uwe, der betreibt einen ganz tollen Roller-Blog im Internet. Und zwar seine Seite ist www.treffpunkt-motorroller.de. Schreibt unheimlich coole Blogs, richtig interessant. Hat jetzt auch da, wo wir über den bei dem Motorradgottesdienst waren, darüber einen Blog geschrieben, schöne Bilder reingemacht und so. Und insbesondere für die Norddeutschen oder die gerne mal nach Norddeutschland kommen möchten, ist die Seite interessant, weil unter anderem auch Treffpunkte vorgestellt werden, ne? Nebenbei stellen sich da auch dann nochmal verschiedene Rollerclubs aus dem Norden hier vor, wie zum Beispiel die Alster Roller oder Honda Helix Club. Und insofern ist die Seite für viele garantiert interessant, aber eben auch die Artikel, die er so verfasst, mag ich halt immer wieder gerne lesen, ne? Schön, dass du wartest. So, 14 Kilometer noch, 14 Kilometer noch, dann haben wir die 20.000 geschafft. Ja, wie gesagt, besucht gerne mal seine Seite, lohnt sich auf jeden Fall, kostet nichts. Ne? Auch kommentieren kann man auch auf der Seite. Also, auf jeden Fall sehr interessant. Dann ist mir aufgefallen, eigentlich hat man lange nichts von Schraubsel mehr gehört, ne? Ich hoffe, Martin, dir geht's gut, falls dir mal irgendwie das Video hier reinpfeifen solltest. Liebe Grüße auch an dieser Stelle an dich. Also wie gesagt, ne? Kommt ja bei dir öfters mal vor, dass du zwischendurch nichts produzierst oder so. Aber ja, deine letzten Videos, die liegen ja jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück, ne? Naja, ich bin gespannt. Aber ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Und dass es momentan nur daran liegt, dass du andere Sachen um die Ohren hast und dass du momentan ja dich ein bisschen rar gemacht hast. So, jetzt habe ich gerade erstmal schön Kaffee getrunken. Und jetzt geht's auch wieder nach Hause. 11 Kilometer noch.
Dann habe ich meine 20.000 Kilometer geschafft. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob das reicht bis nach Hause. Sonst muss ich noch mal eine kleine Runde fahren. Ja, was ich im Endeffekt auch noch mal von euch wollte, ich wollte euch mit diesem Video noch mal an meine Fotoaktion erinnern für meinen 1000 Abonnenten Spezial, was ja demnächst kommen wird. Ich habe ja schon eine ganze Menge Zuschriften bekommen, wo ich mich schon richtig drauf freue. Auf jeden Fall könnt ihr noch bis zum 28. Mai mitmachen. Und ich blende euch dafür das auch nochmal ein hier, was ich davon für euch, was ich von euch brauche, damit ihr teilnehmen könnt. Und wie gesagt, bis zum 28. Mai sollte das dann per E-Mail bei mir eingegangen sein. Also wie gesagt, ich fände es geil, wenn ihr da mitmacht und euch noch ein bisschen dran beteiligt. Und dann bin ich gespannt, was sich da nachher draus basteln lässt. Ja, wie gesagt, das soll es jetzt an dieser Stelle mit meinem Video gewesen sein. Ein paar Abonnenten fehlen mir noch, bis ich meine 1000 voll habe. Ich bin dran. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten, der dazukommt. Wie es geht, seht ihr hier jetzt. Einfach hier unten links auf den Button und das Glöckchen aktivieren. Wenn ihr Lust habt, hier wird auch nochmal meine E-Mail-Adresse eingeblendet. Auch wenn ihr mitmachen möchtet bei meinem Fotoaufruf. Und ansonsten soll es das jetzt mit meinem Video gewesen sein. Die nächsten Videos werden wieder ein bisschen interessanter. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, mit mir jetzt hier die kleine Feierabendrunde zu drehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Euer Kasi. Na komm.